Wir sind in Österreich meines Erachtens schon viel zu lange mit einer Bundesregierung konfrontiert, die Krisen eher ins oder durchs Land führt und nicht das Land durch Krisen führt. Das hat man beim schlechten Management der Corona-Krise gemerkt und es setzt sich jetzt bei der Teuerung leider nahtlos durch. Und Sie haben eine zusätzliche Krise in das Land gebracht, über die wir heute diskutieren werden, auch diskutieren werden, schleichend. Man hat es erst nicht gemerkt. Es war ganz unbemerkt, aber wir treiben auch, wenn wir so weitermachen wie jetzt, auf eine demokratiepolitische Krise zu. Ich weiß nicht, Herr Nationalratspräsident, ob Sie sich erinnern können, Sie haben vor einigen Jahren und einige andere auch in der ÖVP sehr emotionell reagiert, wie ich hier draußen gestanden bin und einfach einen klaren, logischen Satz gesagt habe. Ich habe damals gesagt, es ist wahrscheinlich nicht gut für eine Demokratie, wenn die Menschen den Eindruck bekommen, dass Menschen, die reich sind, dass Menschen, die Parteispenden machen, unter Umständen mehr Einfluss auf die Politik ausüben können, als jene, die zu den Wahlurnen gehen. Das ist ein Problem für die Demokratie, habe ich gesagt, geschätzte Damen und Herren. Und Sie haben wüstest bestritten, dass so etwas irgendwo nur stattfinden kann, insbesondere im Umkreis der ÖVP. Das Schlimme ist, es hat sich leider als wahr herausgestellt. Es hat sich als wahr herausgestellt, dass in unserem Land reiche Menschen es sich richten können. Und das ist eine Gefahr für diese Demokratie, geschätzte Damen und Herren. Und das hat auch dazu geführt, und das haben Sie gemeinsam zu verantworten, das haben beide Regierungsparteien zu verantworten, dass in einer der wesentlichsten Krisen, einer Krise, wie wir sie ja wahrscheinlich noch nie in diesem Land gehabt haben, eine Regierung, die nicht mehr handlungsfähig, nicht mehr handlungsbereit und zerstritten ist, dieser Krise gegenübersteht. Und das ist eine Situation, die nicht hinnehmbar ist. Und Herr Bundeskanzler, Sie haben auch was zu verantworten. Und ich muss das auch ganz klar sagen, was Teil dieser Krise des demokratischen Systems ist, die Sie leider mitverursacht haben. Sie haben in einer Fernsehsendung gesagt, sinngemäß, die Grenze der politischen Verantwortung ist das Strafrecht. Und mich hat es wirklich geschreckt, dass das nicht eine einzelne Meinung, vielleicht ein Versehen geblieben ist innerhalb der ÖVP, sondern dass jetzt scheinbar die eigentliche Haltung der ÖVP durch mehrere Interviews in Fernsehsendungen bekannt gegeben. Ich möchte Ihnen darauf eine klare Antwort geben. Meines Erachtens fängt die politische Verantwortung nicht bei der Strafrechtsgrenze an, sondern sie fängt bei dem an, was viele Menschen in Österreich, die überwiegende Mehrheit der Menschen in Österreich, unter Moral und unter Anstand verstehen. Die meisten Menschen in Österreich haben ganz klare Vorstellungen, was anständig ist und was moralisch in Ordnung ist. Und das sollten Politikerinnen und Politiker, egal welcher Couleur, auf jeden Fall auch haben, geschätzte Damen und Herren. Ich möchte an dieser Stelle den Herrn Bundespräsidenten zitieren, der zu diesem Thema gesagt hat, so sind wir nicht, so ist Österreich nicht. Aber ich weiß nicht, ob das für die ÖVP noch der Fall ist. Ich sage das ganz offen und es macht mir für eine große staatsverantwortliche historische Partei, wie sie sind, massive Sorgen. Sie nennen sich christlich-sozial, christlich-sozial. Und wenn man zum Thema Sozial kommt, bin mir nicht so sicher, was da noch sozial sein soll, wenn ich den Herrn Schmidt zitiere, der die ÖVP als Hure der Reichen sieht, wenn man über das Nichtabschöpfen von Übergewinnen diskutiert, wenn man über die Bevorzugung von reichen Menschen diskutiert, wenn man das Verteilen der COFAG-Milliarden heranzieht, dann müssen Sie einmal erklären, was da noch sozial ist an der ÖVP. Aber kommen wir zum Thema christlich. Und wenn man über christlich spricht, gibt es so eine Leitlinie meines Erachtens. Es sind die 10 Gebote. Wissen Sie, wie viel von diesen 10 Geboten die Überschreitung strafbar wäre?
2,5 von diesen 10 Geboten, wenn man die überschreitet, ist es strafbar. Wenn man das, was Sie jetzt in den letzten Wochen von sich gegeben haben, als Maßstab nimmt, dann sind Ihnen 7,5% der Gebote wurscht. Das ist das, was Sie derzeit vor sich hertragen, geschätzte Damen und Herren. Aber zumindest der Herr Schmidt, hat sich ans Vierte gehalten. Du sollst deine Mutter ehren. Vielleicht sollten Sie sich da ein Beispiel nehmen, geschätzte Damen und Herren. Ich mag, eins zu denken geben für uns alle. Manche Zeitungskommentatoren sprechen bereits davon, dass die ÖVP von einer endemischen Korruption betroffen sei. Und in dieser Hinsicht, Herr Bundeskanzler, es handelt sich da heute um einen dringlichen Antrag, aber ich würde Ihnen gern trotzdem, und Sie werden ja dann die Gelegenheit haben zu antworten, einige Fragen stellen. Und die erste Frage ist, Herr Bundeskanzler, werden Sie jetzt hier aufstehen, nachdem ich meine Rede beendet habe, und werden Sie klar sagen, dass Sie als Generalsekretär der ÖVP in keinerlei Form in die mutmaßlichen Vorgänge, die jetzt untersucht werden, involviert sind oder in keinerlei Form davon informiert waren? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, sind Sie immer noch der Ansicht, die ÖVP hätte kein Korruptionsproblem? Sind Sie immer noch dieser Ansicht? Die dritte Frage, diesen Zusammenhang, halten Sie den Herrn Nationalratspräsidenten, den Sie ja nominiert haben, angesichts der ganzen Dinge, die es da jetzt gibt, weiterhin für diese Funktion tragbar, Herr Bundeskanzler? Und die vierte Frage, ist eine besonders interessante, und jetzt hören Sie bitte einmal zu. Was denken Sie sich dabei eigentlich, dass die ÖVP im Korruptionsuntersuchungsausschuss sich scheinbar weigert, mit der Justiz zu kooperieren? Es war bis jetzt immer so. Dass der Untersuchungsausschuss in maßgeblichen Fragen mit der Justiz kooperiert hat, damit keine Ermittlungen gefährdet sind. Sind Sie der Meinung, mit diesem Regime ist jetzt Schluss und die ÖVP wird in Zukunft Ermittlungen durch den Untersuchungsausschuss gefährden? Das wäre nämlich wirklich empörend, geschätzte Damen und Herren. So kann man nicht Politik machen. Das Sittenbild, das sich hier zeigt, ist eines, das selbst unter den niedrigsten Minimalansprüchen meines Erachtens so nicht weitergelebt werden kann. Es waren weder die Verfassung noch die Gesetze unserer Republik auf einen derart hohen Grad an Energie, Korruptionsenergie vorbereitet. Und diese Sitzung soll auch eine Chance bieten. Sie soll die Chance bieten, dass das in Zukunft besser wird, dass Österreich für solche Dinge besser aufgestellt wird. Und wenn ich allen Ihren öffentlichen Aussagen von der ÖVP und von den Grünen trauen mag, dann haben Sie heute die Gelegenheit, die Situation zu verbessern. Wenn Sie bei unserem Antikorruptionspaket mitstimmen, dann zeigen Sie einmal, dass Sie eigentlich auf der anderen Seite der Geschichte stehen. Und das bringt mich zur KOFAG. Sie können sich erinnern, wir waren von Anfang an dagegen, ein derartiges Geschöpf zu schaffen, weil es intransparent war, weil dieses Haus, dieser Nationalrat, dieses Parlament keinerlei Informationen zur Verfügung gestellt hat, was da passiert. Und am Ende hat der Rechnungshof festgestellt, dass all das, was wir befürchtet haben, eingetreten ist. Das haben Sie zu verantworten. Sie haben diese Millionen, die an die Falschen gegangen sind, zu verantworten. Sie haben diese Millionen, die an Ihre Freunde gegangen sind, zu verantworten. Und Sie haben zu verantworten, dass hier unglaublich viel Steuergeld verschwendet wurde, das zukünftige Generationen zurückzahlen müssen. Das ist auch Ihre Verantwortung bei der KOFAG. Und wir werden dafür sorgen, dass das nicht im Dunkeln bleibt. Das sage ich Ihnen auch. Deshalb braucht es die Gründung einer Abwicklungsstelle, wo alles überprüft wird. Die nachträgliche Überprüfung, welche Corona-Hilfen mit beträchtlichen Überförderungspotenzial es gegeben hat. Die Überprüfung der Leitung Kontrollorgane.
das Hinterfragen der Ausschreibung der Geschäftsführung und so weiter und so fort. Dieser Selbstbedienungsladen für türkise Günstlinge, geschätzte Damen und Herren, der gehört abgeschafft und es gehören die ordentlichen Behörden unseres Landes in Zukunft mit derartigen Aufgaben befasst, weil die können es besser, die arbeiten seriöser und die machen es vor allem auch richtig, nämlich unsere Verwaltung. Wir werden heute ein Paket einbringen, wo Sie mitgehen können. Es würde Ihnen kein Zacken aus der Krone fallen, wenn Sie das tun würden. Es ist ein Paket, das maßgeblich Sinn macht. Es geht um mehr Transparenz bei Postenbestellungen, ein Bundesregierungstransparenzgesetz, transparente Auswertung der Regierungsinserate, endlich die Umsetzung eines Informationsfreiheitsgesetzes, das Sie jetzt schon, seit Sie in der Regierung sind, verzögern, und auch eine Verschärfung des Korruptionsstrafrechts. Geschätzte Damen und Herren, allein aufgrund dessen, was ich bis jetzt erzählt und berichtet habe, wäre der Neuwahlantrag, den wir einbringen werden, gerechtfertigter als jeder Neuwahlantrag, der hier je eingebracht wurde. Aber es kommt noch was dazu, was mir ganz, ganz massiv Sorgen macht. Sie sind nicht in der Lage, mit diesen Krisen, die es gibt, für unser Land sinnvoll umzugehen. Und das macht mir wirklich Sorgen. Wir haben eine Teuerungswelle, die wir noch nie erlebt haben. Wir haben jetzt 11% Inflation. Wissen Sie, was Ihnen ist es wahrscheinlich wurscht, aber was 11% für Menschen bedeutet, die täglich um das Geld kämpfen müssen. Ich habe mit einem Wirten geredet, Wirt aus der Wiener Innenstadt. Der hat jetzt 60.000 Euro Energiekosten. In Zukunft rechnet er mit 600.000 bei 23 Mitarbeiterinnen. 600.000 Kosten, verzehnfacht. Ich habe mit einer jungen Frau vor kurzem gesprochen. Die verdient 1.250 Euro netto. Die Miete ist 600. Die Stromkosten waren bis jetzt 200. Die Stromkosten sind jetzt 600. Da bleibt am Ende nichts mehr über. Was sagen Sie denen denn? Sagen Sie mir das einmal, was sagen Sie zu denen? Sie haben leider keine Idee, wie Sie mit denen umgehen. Und das ist auch der Grund, warum es unbedingt Neuwahlen braucht in diesem Land. Das Problem ist, dass Sie wahrscheinlich selbst merken, dass Sie nicht mehr in der Lage sind, diese Krisen zu meistern. Diese Einsicht wird wahrscheinlich der eine oder andere von Ihnen haben. Aber leider ändert das nichts, dass Sie nur ein Ziel haben. Aussitzen, 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 wegducken und zusammenbleiben, wie Pech um Schwefel. Ja, das ist ihr Interesse. Nur ich sage Ihnen eins, damit ist keinem Menschen in Österreich geholfen. Keinem Menschen ist damit geholfen, dass sie nicht gehen wollen. Kein Mensch hat deshalb mehr Geld zur Verfügung und keiner bringt die Preise runter. Das ist das, was wirklich geschieht. Und das werfe ich Ihnen massiv vor. Und das Fatale dabei ist, und das verdrängen Sie wahrscheinlich, es gäbe so viel dringend zu tun. Die Energiewende ist nicht getan, wenn man 3-4 Windräder mehr aufstellt. Ich frage Sie, wer kümmert sich um den Ausbau der Netzkapazitäten gleichzeitig? Wer kümmert sich darum? Wer kümmert sich um die Innovation der Speichertechnologie? Wer kümmert sich um das? Wer kümmert sich um die 10.000 notwendigen Installateurinnen, Ingenieurinnen, Elektrikerinnen? Wer sorgt dafür, dass es die gibt? Sie tun das auf keinen Fall, weil Sie mit anderen Dingen beschäftigt sind, weil Sie mit den Abwehren der Korruptionsvorwürfe beschäftigt sind. Was ist mit der uns drohenden Deindustrialisierung, die eine Katastrophe für Österreich wäre, insbesondere für einige Bundesländer, die hochindustrialisiert sind. Oberösterreich, Wien, Vorarlberg, Steiermark zum Beispiel. Was tun Sie da bei dieser drohenden Deindustrialisierung? Wer kümmert sich um vernünftige Energiepreise für die Industrie? Niemand tut das. Wer kümmert sich um Spitzenforschung? Niemand tut das. Wer kümmert sich darum, dass wir nicht nur in einigen Bereichen unsere Spitzenstellungen, wie beispielsweise in der Gleis- und Eisenbautechnologie, bewahren, sondern andere Spitzen ausbauen?
Auch um das kümmern Sie sich nicht, weil Sie zu beschäftigt sind mit den Abwehren von Korruption. Und das ist das nächste Problem, das wir haben. Und was ist mit der Abhängigkeit in so vielen Gebieten, die wir schmerzlich zur Kenntnis nehmen mussten? Medizinprodukte, Hightech-Produkte, Energie, viele anderen Produktionen, die notwendig werden in Österreich. Wer kümmert sich darum? Sie kümmern sich darum nicht, weil Sie lassen das Gegenteil gerade zu. Sie lassen zu, dass die OMV die Düngemittelproduktion ins Ausland verkauft. Das ist das, was Sie unter sicherer Wirtschaftspolitik sich scheinbar vorstellen. Und das ist genau der falsche Weg, geschätzte Damen und Herren. Wissen Sie, der Herr Klubobmann Wöginger, Sie haben das jetzt wahrscheinlich nicht gehört, hat gemeint, ihr seid angehaust. Das ist eine sehr interessante Selbstreflexion gewesen. Danke, Herr Klubobmann. Sie sind nicht mehr in der Lage, mit diesen Problemen wirklich umzugehen. Geben Sie es zu. Sie sind überfordert mit dem Kampf gegen die Korruptionsvorwürfe. Sie sind zerstritten. Sie wollen eigentlich nichts mehr erreichen. Sie wollen nur mehr zusammenkleben. Herr Bundeskanzler, geschätzte Damen und Herren von dieser Regierung, geschätzte Kolleginnen und Kollegen von den Regierungsfraktionen, tun Sie diesem Land einmal einen Gefallen, einmal nur, und machen Sie den Weg für Neuwahlen frei. Dankeschön.